Fans von Eintracht Frankfurt, vor den Nachrichten bitte ich euch ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit ihr die nächsten Nachrichten aus Frankfurt nicht verpasst. Eintracht Frankfurt kann im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League erneut auf Kapitän Sebastian Rode zählen. Der 32-Jährige steht nach einer grippeähnlichen Erkrankung im Kader, wenn nichts anderes passiert, sagte Trainer Oliver Glasner vor dem Spiel am Dienstag gegen den SSC Neapel. Rode, der gegen Werder Bremen nicht zum Einsatz kam, werde nicht von Beginn an spielen, sagte der Eintracht-Trainer. Der Mittelfeldspieler verpasste am Montag die letzte Trainingseinheit und trainierte individuell. Auch der Europa-League-Sieger geht mit hohen Erwartungen in die Partie gegen Serie A-Spitzenreiter Napoli. Das erste Ziel war das Erreichen der K.O.-Runde. Napoli ist eine tolle Mannschaft, aber wir wollen weiter, sagte Glasner. Wer als Abwehrchef in die Startelf gestellt wird, ließ der Coach offen. Zuletzt setzte er im Spiel gegen Bremen auf Christian Jakic. Mögliche Kandidaten wären der Japaner Makoto Hasebe und Hrvoje Smolcic. Wir wollen weiterkommen und um den Sieg spielen. Ich gehe mit viel Vorfreude, Selbstvertrauen und Selbstvertrauen ins Spiel, sagte der Österreicher. Die Eintracht strebt an, in dieser Saison als erst drittes Team den italienischen Serie A-Spitzenreiter zu schlagen. Aus Sicht von WM-Held Mario Götze ist das Achtelfinale der Lohn für die Arbeit des vergangenen Jahres. Wir haben dieses Spiel verdient, sagte der Offensivstar, der ein sensationell gutes Spiel und eine tolle Atmosphäre erwartet. Eintracht Frankfurt-Fans, stellt ihre Meinung in die Kommentare. Ich bin jederzeit mit weiteren News über Eintracht Frankfurt zurück.